Hallihallo, der Marc vom Physiotherapie ist jetzt bei mir, jetzt die Eva auskennen. Hallo. Grüß dich, Eva. Du darfst die Maske runternehmen, wenn du dich wohler fühlst, ohne zum Atmen. Ja. Hintergrund ist, ich habe eine FFP3-Maske auf mit Inside-Out, also beidseitig FFP3. Und somit kann die Eva das machen. Ich erkläre das mal für YouTube ab und zu, weil die Leute sonst immer denken, was bei uns los ist. Das ist so möglich und hier oben ist auch keiner außer uns und deswegen geht das Ganze. Deswegen müssen auch alle unten bleiben. Ja? Gut. Die Eva ist gerade erst 14 geworden, vor kurzem, im August. 18. August, ja. 18. August, heute ist September, also noch gar nicht lang. Und jetzt darfst du dich endlich piercen lassen, offiziell. Ja, weil sonst darf man es nicht, es ist nicht erlaubt, denn dann die guten Leute werden es auch nicht machen. Schön, und wir machen einen Konch und einen Innerkonch. Genau. Und die Mama, war die dafür, dagegen, einfach oder ja? Eigentlich war sie dafür, weil sie hat sich auch anstecken lassen. Deswegen hat sie gesagt, ja, können wir machen, weil sie es auch schön findet. Ist eh ja, eine richtige Einstellung. Bringt nichts, wenn ich als Eltern irgendwie sowas rumzuzicken, aber manche Kinder tun sich sehr schwer, da sind die Eltern sehr streng und da geht es nicht. Es ist besser, man hat einen Konsens und macht es miteinander aus. Das ist super, da fällt natürlich über den Boden. Kann auch mal passieren. Kann auch mal über den Boden fahren, aber wir heben nichts auf vom Boden, sondern lassen es liegen. So, Eva, den Konch mit Stein oder ohne Stein? Wie schauen die aus? Also entweder mit Glitzer oder ohne Glitzer. Beides schön. Ich persönlich finde es mit Stein schon schön. Fast schöner, wenn ich bin, aber find die, find die auch jedem, wie er möchte. Also manche wollen es glitzern, manche wollen eine silberne Kugel. Mit Stein? Mit Stein, ja. Dann würde ich beim Konch eine 3 mm nehmen, also das äußere, das ist eine kleine, die hier. Mhm. Und beim Innerkonch hätte ich dir empfohlen eine 4 mm Kugel. Aber kennt ihr beim Innerkonch eine normale Kugel? Natürlich. Auch das. Bitte. Gerne. Dann trotzdem groß oder noch mit einem kleinen? Ja, schon groß. Dann haben wir quasi Innerkonch ohne Stein und Konch mit Stein. Beides 1,2, die eine 8, die eine 4 mm. Bei 3 die eine 4. So, das sind deine Stecker dazu, wie du immer siehst, und dann die Außenladenbretz und die setzen wir dann jetzt gleich an. Auch da haben wir zwei verschiedene Längen. Und woher kennst du das denn lieber? Durch YouTube? Ja, durch YouTube. Ich wollte mir mal ein paar Videos dazu anschauen, wie die Piercings genau ausschauen. Okay. Und dann bin ich auf den Kanal gestoßen. Dann gab es mich. Genau. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich schaue ja nicht nach Piercing-Videos. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mal vielleicht zum Spaß wirklich andere Videos mache, die YouTuber quasi, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Wenn man jetzt ein anderes Video anschaut und das kommentiert und ein eigenes draus macht, dass es wieder Scheiß heißt. Ja? Im Endeffekt man so ablässt und sagt, ah, guck mal, was die machen und so. Da hätte ich sicherlich viel, viel Freude damit, weil ich natürlich viele Fehler entdecken und erkennen würde. Aber auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht halt die Leute so schlecht machen. Ja? Ja. Aber ich glaube, es wäre vielleicht sogar ganz lustig, wenn das nächste Mal Corona-Lockdown ist, weiß ich, dass ich mich beim YouTube-Video filme, wie ich YouTuber zuschaue, wie sie selber piercen. Oder manche Studios, weil da gibt es so viel Scheiße, wirklich ist unglaublich. Aber ja, also deswegen, ich weiß gar nicht, wenn man jetzt den Kanal danach diesen googelt bei YouTube, ich glaube, so viel gibt es gar nicht, so viel gibt es, ja, so viel Blödsinn und dann gibt es uns, ne? Der Nadel auch ständig verpackt, auch frisch. Und dann sind wir eigentlich schon stark. Wie ist es von der Nervosität? Relativ nervös. Okay. Du bist noch nie gepierst worden? Noch. Das sind alles geschossene Wallet. Ja, genau. Also du wirst sehen, es ist wie eine Impfung oder Blut abnehmen. Das ist nicht schlimm. Ja, das macht mir nichts aus. Umso besser. Wo machen wir jetzt nochmal, was ich vergessen? Da war in der Konch. Ja, passt. Und dann drüben ist Konch. Du willst später den Tag? Und nicht? Schon, ja. Ich weiß nicht, wie das auch so hart ist, das passt. Du weißt, die nächsten 3 Wochen ist Sauna zu lagen und Dampfbad verboten. Okay. In den See kann man jetzt eh nicht mehr gehen, ist eh nicht mehr schön, denke ich. Ja, aber Sport nicht. Und alles ist schon. Sport, okay. Duschen, Haare waschen, alles okay. Okay, was? Haare färben macht er glaube ich eh nicht, oder? Eigentlich nicht. Perfekt, dann kann man da nichts tun. Hast du schon wieder Schule jetzt oder? Nee, noch nicht, oder? Noch nicht nächste Woche. Noch die nächste Woche, ja. Und was bei euch? Müsst ihr Masken dann tragen, oder wisst ihr das schon? Ja, wir müssen Masken tragen, aber dann, sobald man am Platz sitzt, dann dürfen wir sie aber nehmen. Okay, finde ich gut. Ich zeige es dir mal im Spiegel. Bitte ehrlich sein. Du weißt aus meinen Videos,
Du darfst deine Meinung kundtun, okay. Wenn dir was gefällt oder nicht gefällt, bitte sagen. Das ja mal hinkommst. Also das gefällt mir sehr gut. Das hätte ich gerne ein bisschen höher, wenn das geht. Natürlich geht das. Das haben wir ja gesagt. Alles ist möglich. Ein bisschen höher. Ja. Bei der kleinen Kante da oben oder ist es schon zu? Ja, bei der Kante. Da wollte ich sagen, erst mal, ich war mal unsicher. Ich habe jetzt immer wieder unten nach oben. Ich dachte, ich starte mal hier. Schauen wir jetzt. Das schaut sehr gut aus. Wirklich? Ja, wirklich. Super. Schnell her. Das ist jetzt weiter oben. Ja, es ist Geschmacksfrage, ob oben oder unten. Für dich alles okay? Beide? Ja. Gut. Haben wir Wünsche, wo wir anfangen? Bei dem. Gut. Was kann ich denn? Was glaubst du, tut mehr weh? Der Innenkranz. Richtig. Und dann fängst du quasi mit dem Schwächeren an. Ja. Ja, gut. Also das ist so. Ich sag dir ehrlich, es ist eh vollkommen wurscht, ob du jetzt da anfängst oder da. Es ist, wie du dich einfach wohler fühlst. Ja. Da hat jeder so, jeder Kunde seine Herangehensweise, aber da gibt es jetzt nicht falsch oder richtig oder irgendwie. Das ist einfach, letzten Endes, ja, hat das jeder, wie er meint, muss er das machen. So. Gut. Wie lange seid ihr denn hier? Noch 2 Tage. Also warst du ja öfters hier auch, oder? Ja. Gefällt es dir? Sehr gut, ja. Das ist halt alles vielleicht auch schön, ne? Aber ja, aber es ist halt viel kleiner. Natürlich. Also dafür halt am See und zwischen den Bergen. Und ich bin da halt oft im Dusika-Stadion. Im Nationalstadion? Im Dusika-Stadion. Was ist das? Diese Radbahn. Okay. Fährst du Fahrrad? Ja, genau. Du fährst halt im Kreis, oder was? Ja, als Training. Okay. Was trainierst du denn? Also Mountainbike. Okay, auf was? Auf Ausdauer oder auf Zeit oder was? Es ist so eine Mischung. Es ist schwer zu erklären, es ist halt so ein Rundstreckenrennen. Okay. Und da muss man alles Mögliche eigentlich trainieren, relativ vielseitig. Okay. Und bist du da gut? Würde ich schon sagen. Okay. Wie viel trainierst du denn so? 4 bis 5 Mal die Woche. Und wie lang? 2 bis 3 Stunden. Wie lange fährst du, also wie viele Kilometer fährst du denn so? Was ist das? Also sehr verschieden. Aber wenn ich jetzt mit dem Rennrad da ausfahre, fahre ich schon ab und zu 100 Kilometer. Okay. Krass, das ist schon viel. Das ist ja nicht immer eine Fahrt. Wie bitte? Das ist ja nicht Fahrt irgendwann. Eigentlich nicht. Wenn man die richtigen Trainingspartner hat. Du fährst nicht allein? Nee, fast nie. Freunden? Ja, mit ein paar Freunden von mir, die auch Rad fahren. Das ist so spannend. Ganz locker bleiben. Das war's für dich. War gar nicht so schlimm. Hast du ein bisschen mehr Angst gehabt, habe ich gemerkt. Ja. Ich wollte einmal schon stecken, hast die Augen so zusammengekniffen, da bewegen sich dann immer die Ohren oft mit, dann musst du die nochmal ganz kurz absetzen. Weil sonst hätte ich dir um 1 Millimeter falsch gestochen. Okay. Das sieht man vielleicht am Video, warum man denkt, warum stimmt der Magus nicht. Wenn ich dann so sehe, dass jemand die Augen kneift oder so, da bewegen sich oft die Ohren 1 Millimeter mit. Ah, okay. Und dann muss ich, oder warte ich einfach instinktiv, weil ich weiß, es könnte sich sonst um 1 Millimeter verrutschen, das wäre dann ärgerlich für dich. Ich bin jemand, der die Kunden die Schuld in die Schuhe schiebt. Ich muss das so machen, dass es passt. Ja. Super. So schön geworden. Hat sich gelohnt. Fertig. Ja, boah. Dann mal schauen. Boah. So. Und? Ja, das habe ich mir genauso vorgestellt. Das passt? Perfekt. Gut, Eva. Wie war es denn jetzt insgesamt so? Würdest du es beschreiben? So, war es super schlimm, super easy? Also es war echt nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Ja. Deswegen bin ich sehr glücklich. Würdest du es wieder machen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur vor, mir später noch weiter zu stechen zu lassen. Und beim Fahrradfahren auf die Schnauze fliegen tut mehr weh, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, schon passiert? Schon oft. Wegen was? Da verbremst oder Autos geschnitten? Ja, eher nicht, aber wenn man im Wald auf schweren Strecken unterwegs gut, ist. Gut, dann ja. Aber auf der Straße eher nicht? Auf der Straße, nein, ist mir nicht passiert. Ja, ja, gut, zum Glück. Ich werde da nicht besoffen Fahrrad. Ne? Ich habe Bekannte gehabt, die immer Sternhagel voll vom Heurigen heimgefahren und in alles rein, was es nur so gibt. Ne? Keine gute Idee. Dann weiter, ja? Gar keine gute Idee. Ja? Ich habe das Fahrrad von dem hat einmal so ausgesehen, wirklich, ich habe nicht, dass man mit dem Reifen noch fahren konnte. Der war gar keine Hund mehr. Der hatte dann einfach halb rund, dann hat er so ein Ding drin gehabt, dann ging er wieder rund und deswegen ist das Ding sogar heimgekommen. Keine Ahnung wie. Er war komplett grün und blau. Also ganz schlimm. Aber egal, okay. Also man soll nicht betrunken Fahrrad fahren, ist, was ich damit sagen möchte. Und das tust du natürlich auch nicht. Also, no. Also siehst ihr so brav aus. Du rauchst sicher nicht, du trinkst kein Alkohol. Ja, bin ja noch zu jung. Ein ganz braves Mädchen, so mag ich das. Pflege machst du mir bitte auch brav und verantwortungsbewusst, weil das ist natürlich klar, das ist wichtig. Thema Fahrradhelm ist normalerweise kein Problem. Ja, weil ja, bin ich vorsichtig. Genau, die sind ja auch meistens bei den Ohren irgendwo ausgeschnitten. Ja, genau. Du musst halt auch was mit anderen abziehen, dass du nicht mit diesen Bändeln dich da irgendwie, aber das kriegst du dann. Mit der Maske ist ein Steigethema. Die Masken haben natürlich die Laschen. Die Piercings stehen natürlich jetzt auch genau da raus, wo die Laschen reingehen. Du musst die Laschen wirklich in die Hand nehmen und wirklich sanft drum rumziehen, anliegen lassen, fertig und beim Runternehmen auch wirklich einfädeln und dann nach außen wegziehen. Du ziehst mit der Hand die Maske quasi weg. Okay. Ja. Dann kann nichts passieren. Wenn du nur einfach irgendwie so ein bisschen was tust, so vorne ziehst und dann bleibst du garantiert hängen. Deswegen ist es wichtig, dass du dich dann noch einmal einübst vom Spiegel. Ja? Okay, oder die Mama ist jetzt eh, dass du schaust, wenn du es weißt, was. Spray-Tee brauchen wir für die Pflege. Mhm. Erster Schritt ist Hände waschen, Hände desinfizieren, damit ich kurz unsere Golden Hands probieren lassen. Und dann riechen, wenn du magst. Das riecht nämlich super. Das ist gut, kannst du jedes Spray, also richtig saubere Hände zu haben. Danach bitte vorne den Spray und Gel verwenden. Erster Schritt, das Verwenden Spray, dann Spray von vorne den aufs Ohr vorne hinten, beim Innenkonsch auch innen und außen hin. Okay. Auf beide Stellen. Ein Wirk dauert ungefähr 30 Sekunden. Du brauchst keine Uhr stellen, aber so gefühlt. Okay, passt. Ja. Danach nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du mit vorne den Spray feucht. Okay. Wenn feucht ist, ich stücke vorne und hinten das Piercing feucht ab, mit der Küchenrolle reinigst es und das war's. Keine Matte steht hier, weil die Kussen könnte schlicht werden. Okay, passt. Dann nehmen wir vorne den Gel, davon reicht den Kopf. Stecken wir den Kopf groß, auftupfen vorne hinten, beim anderen auch und die Piercings hin und her bewegen. Dadurch kommt das Gel auch in den Schlichtkanal rein. Okay, passt. Damit es nicht schief geht, liebe Eva, gibst du das alles wieder glücklich. 3 Wochen machst du es zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag und in 6 Wochen könntest du wechseln. Okay, Thema wechseln. Du bist jetzt ja nicht in Wien, nehme ich mal an. Oder fährst du eine Woche her? Na, wieder weiter. Dann würde ich dir empfehlen, komm bitte, wenn du nicht kommen kannst, kommst du nicht. Wenn du sagst, hey, wir besuchen eben irgendwie mal jemanden, dann komm vorbei, dann schaue ich es mir gerne an. Wenn du selber wechseln willst, nach 6 Wochen bitte nur kürzere Stehen rein tun. Ringe würde ich beim Innerkonch frühestens in 3 Monaten machen. Okay. Außerkonch kann man sie in 6, 8 Wochen machen, wenn du zu mir kommst. Wenn du selber machst, lieber auch ein bisschen länger. Okay. Ja? Und Schmuck bitte am besten von uns was mitnehmen, dass du wirklich im Titan hast und die richtigen Größe und noch die richtigen Materialien. Hast du Fragen? In Villach gibt es auch Piercing-Studio, darf ich es da wechseln lassen dann? Wenn du denen vertraust, ja, ich kenne die jetzt nicht. Also das kann die machen das total super. Ich habe keine Ahnung, das ist. Mhm. Ja, also ich gehe davon aus, dass die das können. Das ist eigentlich easy peasy. Okay. Nur wenn du einen Ring haben willst, das heißt den Clip-O klar, den kannst du jetzt hier kaufen. Weil ich kenne das, du kriegst am Schluss nicht diesen Ring und nicht die richtige Größe. Okay. Da kommt irgendein Scheiß rein, den man halt hat, das ist nichts gegen das, aber das ist zu, ganz oft so, ja? Mhm. Und dann ärgern sich meine Kunden. Ich empfehle dir, weil ich weiß wirklich, welche Größe passt, ich weiß, wie es gestorben hat, deswegen empfehle ich dir, wenn du sagst, du willst Ringe, die Mails rufe ich unten an bei mir, die sagen dir die Größen und sagen dir, sag das und das und das, das kannst du kaufen. Du nimmst das mit, gehst dann nach Villa und sagst, bitteschön, den hätte ich gern. Okay. Wäre mir lieber. Ja, passt. Dann gib wieder das mit. Danke. Dann sind wir fertig. Danke dir fürs Sprechen lassen, fürs Video. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.